Hallo und damit willkommen zu einem neuen Part von Secret Neighbor. Ja, ihr konntet auf meinem Discord abstimmen, was ich als nächstes aufnehmen soll. Und ihr wolltet Secret Neighbor und ihr bekommt Secret Neighbor. Nur weil ich keine Secret Neighbor Aufnahmen gerade habe mit Freunden und blablabla. Deswegen, und weil ich das schon mal gesagt habe, werde ich heute euch die Level wieder zeigen. Also wie ihr hier gerade sehen konntet, ich habe schon ein paar Maps gebaut. So, und ich werde dann euch alles zeigen, was es gibt und so. Also das ist zum Beispiel eine Map, die ich gebaut habe. Ich kann auch hier mit der Kamera kurz in Zimmer und so gehen. Durch Wände und all sowas. Genau. Und so, das nächste, was ich da noch habe, ist das hier. Diese Map habe ich auch gebaut. Das ist meiner Meinung nach meine Lieblingsmap, weil ich mit der ein anderes. Naja, man spielt zwar Secret Neighbor, aber es gibt ein anderes System. Es gibt ein Anklagesystem und all sowas da drauf. Ja, und deswegen mag ich die Map eigentlich sehr doll, weil ich und meine Freunde zocken die auch öfters mal so. Und ich wollte euch erklären, wie man zum Beispiel dieses Gitter umdrehen kann. Wie man die Wände hier platziert, wie man generell Sachen dreht. Weil für manche Leute, die jetzt neu in den Level-Editor reinkommen, also die verstehen das halt noch nicht alle. Aber das ist ja selbstverständlich. Ich muss mich auch erstmal da reinfuchsen. Okay, und dafür gehe ich jetzt erstmal. Create New Map. So, jetzt habt ihr eine neue Fläche. Hier könnt ihr bauen, was ihr wollt. So, fangen wir schon mal an mit dem ersten Problem bei den meisten. Die meisten gehen hier rauf und denken sich so, hä, warum kann ich das hier nicht platzieren? Aber das hier ist der Boden für die höheren Stöcke. Also das hier ist der Boden. Kann man auch hier dran sehen, dass der ein Fundament hat. Dann kann man hier das platzieren. Und wenn ich jetzt hier eine Wand baue, dann kann ich hier auf Floor gehen und jetzt kann ich da den hinbauen. Aber diesen Floor kann ich jetzt hier oben nicht mehr hinbauen. Das würde auch komisch aussehen, wenn da so ein dicker Block da ist. Okay. So, fangen wir erstmal mit den Standards an. Also die Standards sind WASD, ist halt bewegen. Space ist, also Leertaste ist nach oben so spielen. Und auf Tab öffnet ihr hier dieses Menü. Wir fangen erstmal mit dem Floor an. Also wie gerade schon gesagt, der Floor ist so, dass das hier der untere ist, das der obere. Dafür platziere ich hier kurz eine Wand zum Test. Das hier ist dann diese Wand. Das ist eine Wand mit einem Loch drin, eine Wand, pff, eine Decke. Das hier ist so eine Kante von einem Boden. Das hier ist, wenn du eine Tür baust. Das sieht ja kacke aus, wenn es hier so ein bisschen in der Luft schwebt. Deswegen kann man hier auf Floor gehen und dann kann man das hier anmachen und anmachen, auswählen. Und dann hat man hier diese kleine schöne Treppe. Okay, hier hat man ein Geländer, was man hier hin platzieren kann. Und hier eins, was größer ist, also was eine Ecke ist. Mit Linksklick platziert man Sachen, mit Rechtsklick löscht man die. So. Und alles wieder weg. Ja, erstmal dazu. So, dann hier habt ihr gerade schon die Walls gesehen. AKA Wände. Also das ist hier eine normale Wand. Das hier ist eine Wand mit einer Tür drin. Auf R kann man die auch in die andere Richtung drehen. Dann das ist hier eine Wand mit einem Loch. Das ist eine Wand mit einem Fenster, wo man das man kaputt machen kann.
Das hier ist eine Wand mit einem Fenster, was man nicht kaputt machen kann. Das ist eher so dieses, was man in der Garage benutzt. Dieses hier ist ein Fenster, was so schräg ist, also was oben eine Spitze hat, und das kann man nicht kaputt machen, weil hier ein Gitter ist. Das hier ist das Riesenfenster, das kann man auch kaputt machen. Und das hier ist das große Fenster, auch wieder mit Gittern. Das hier ist, dafür muss ich kurz hier nochmal einen extra Raum machen. Einmal kurz verklicken. So. Das hier ist, wenn ich hier eine Wand hinbaue, das ist das Garagentor. Wie aus der Secret Neighbor Map 1. Obwohl bei Map 3 gibt es das auch. Bei Map 4 auch, ja. Map 4? Map 2. Das hier weiß ich nicht, aber da, ich glaube, das ist, wenn man hier diese Stütze platziert. Dass das hier so oben das so miteinander verbindet. Aber das ist echt schwer, meiner Meinung nach. So, dann haben wir einen schönen Zaun. Eine Gittertür. Und eine Wand mit einem Gitter. So, kommen wir zu den Drehungen. Wie ich das vorhin erklärt habe, wie man jetzt dieses Gitter macht. Wie man dieses Gitter schräg macht. Also, ihr drückt auf R. Könnt ihr das so drehen. Dann macht ihr aber immer 90 Grad Winkel. Auf Mausrad könnt ihr es immer so ein bisschen drehen. Und wenn ihr jetzt Mausrad und an der Maus, Mausrad, Mann, Shift und Mausrad drückt, dann geht es hier, wie ihr sehen könnt, zur Seite. Und wenn ihr STRG drückt, was Unter-Shift ist, dann könnt ihr es so auch zur Seite drehen, aber so nach vorne. So, dann könntet ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hier so ein liegendes Gitter machen. Oder wenn ihr so ein Dach haben wollt, wo man dann rauflaufen kann und worunter schon kann, so ein schönes Gitter hier oben drauf. Okay, Roof, das ist das Dach. Das hier sind diese Dinger, die vor die Fenster kommen, also besser gesagt unter die Fenster. Warum das hier gerade nicht klappt, weiß ich nicht. Ja, achso, nochmal was zu den Fenstern. Was ich mir noch wünschen würde, ist jetzt von Secret Neighbor, dass wenn man dieses Fenster platziert, nochmal auswählen kann oder mit irgendeiner Taste, ob das ein Gitter haben soll oder so. Weil das ist jetzt blöd, wenn man jetzt dieses Fenster hier benutzen will, aber ohne Gitter. Das gibt es halt nicht. Oder dieses hier. Es gibt das nur mit Gitter. Das hier und das da sind die einzigen Fenster, wo man durchspringen kann. Okay, also Roof, wie gesagt, sind die Dächer oder Dachbestandteile. Also das ist hier so ein Dach, was so weiterhin hinausgeht. Das ist ein Dach, was hier so in der Kante bleibt. Ich benutze meistens immer das. Das finde ich zwar schön, aber das backt dann so hier oben durch und das finde ich nicht schön. So, das ist hier eine Ecke von einem Dach. Das hier ist ein Stück von einem Dach. Das ist, ich platziere kurz hier nochmal eine Wand ran. So. Dann hat es hier von dieser Seite diese Dachkante. So, das ist das gleiche, nur dass es halt wieder länger ist. Das hier ist dafür da, wenn du zum Beispiel sagen wir, ich gehe nochmal auf Walls, dann baue ich hier kurz hoch. Und wenn jetzt hier ein Fenster hinkommen soll, oder? Hier oben ein Fenster, wo man zum Beispiel da durchspringen kann, wenn der Neighbor einen verfolgt, hier raus. Dann kann man. Und hier dann dieses. Ich muss kurz hier noch an der Seite Wände platzieren, weil sonst geht das nicht. Ach, ich brauche nochmal einen Floor, stimmt. Dann hat man, kann man hier ein.
Dann kann man hier die Ecke machen für das Dach. So, zum Beispiel. So, dann haben wir hier das gleiche, nur dass die Seite hier dann nicht auf der Seite ist, sondern wie ihr hier sehen könnt, auf der Seite dann. Das ist das gleiche, nur dass es dann wieder länger ist, das Dach. Das habe ich gerade erklärt. Das ist das Dach, das ein bisschen spitzer ist. Also hier kann man erkennen, dass es halt so ein bisschen hoch geht und hier geht es so komplett gerade hoch. Also besser gesagt, es biegt sich. Das ist dann die Ecke dafür. Das ist dann die andere Ecke dafür. Das ist das in groß. Das ist das in. Okay. Das ist das in. Das ist halt wieder länger unten ist. Das ist das, dass du hier unten. Also wenn du es jetzt hier ranbaust. Einmal drehen. Nein. So, dass du es hier in die Ecke als Ecke benutzen kannst. Dann haben wir hier dieses Dachfenster, was aber, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt ist, denn wenn man als Kind auf der Map dagegen schlägt, gegen dieses Fenster geht das nicht kaputt. Weil, wie ihr gesehen habt, hier ist ein Fenster, aber dieses Fenster geht halt nicht kaputt, das da, wenn man dagegen schlägt. Das hier ist ein schöner Schornstein. Leider ohne Rauchpartikel. Oder die werden jetzt hier neu generiert, weil ich habe den noch nie platziert. Und dann sind wir hier mit Roof schon fertig. Dann haben wir Statics. Das sind Objekte, die man nicht aufheben kann. Zum Beispiel wie ein Tisch oder ein Regal oder ein Bett. Und diese ganzen Deko-Objekte, dann könnt ihr wieder, wie gesagt, mit Shift und Mausrad das so zur Seite drehen, dass sie so ein bisschen schief hängen, die Bilder. Oder vielleicht hier mal ein Bild, das so liegt. Dann haben wir hier noch schöne Teppiche. Und wir gehen das mal durch. Also hier sind unterschiedliche Arten von Tische. Hier ist ein Bett. Hier ist ein größeres Regal, was leider nicht in den ersten Stock passt. Also wenn ich jetzt hier. So. Wenn ich hier jetzt Wände baue, dann werdet ihr sehen, wenn ich das gleich reinbaue, werdet ihr erst sehen, dass. So. Und wenn ich jetzt hier eine Wand hinbaue, hier unten. Ich muss nochmal wegmachen. So, das ist jetzt ein Raum. Und wenn ich jetzt dieses Regal nehme und hierhin platziere. Ach, das war das andere. Ich bin dumm. Das war das hier. Das ist nämlich so groß, dass es hier rüber geht. Und noch hinaus. Dann haben wir noch dieses schöne kleine. Okay, dann ist hier ein kleiner Hocker. Dann haben wir hier kleine Wann, nee, wie heißen die? Diese Dinger, wo man halt Sachen raufstellen kann. So, haben wir ganz viele hiervon. Das sind unterschiedliche. Das Bett habe ich schon erwähnt. Hier haben wir eine ba zwei Bänke. Hier haben wir so Sessel, die so abgetucht sind. Hier haben wir dann nochmal Teppiche. Hier sind die Bilder. Hier ist ein Busch. Den Busch kann man leider nicht nirgendwo also platzieren im oberen Stockwerk. Den kann man hier nur unten draußen platzieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Garten oben auf der Dachterrasse oder so haben möchte, das geht leider nicht. Dann haben wir hier Vorhänge. Diese Vorhänge sind so, wenn ihr das gleich seht. Von dieser Seite sieht man die nicht, aber von dieser Seite schon. Dann. Ach, das ist so blöd, dass er immer auf die zweite Seite swipet. Swiped. Das ist hier ein Vorhang in ganz groß für die großen Fenster. Das habe ich jetzt in-game noch nie gesehen. Oder ich war einfach blind. Hier haben wir einen Basketballkorb. So.
haben wir hier einen kleinen Ofen, eine Uhr, das ist so eine Stelze. Eine weiße. Dann haben wir hier einen kleinen Heizkörper, den wir heranpacken können. Dann haben wir hier Uhren, hier haben wir so, keine Ahnung, was das ist. So Räder, eine Zielscheibe. Hier sind eher so Badsachen, also Bad. Die beiden hier. Das ist manchmal so ein bisschen random, also das ist halt nicht nach einem Thema gescriptet. Hier ist so ein Wärmetank. Den könnte man zum Beispiel in so einem Raum anbauen, wo dann zum Beispiel auch der Stromschalter ist und so. So der Technikraum, nenne ich mal. Hier haben wir einen schönen Kamin. Ich baue mal das Haus hier weiter. Unser wunderschönes Haus. Ah, ich kann das Bett hier gar nicht. Jetzt sehen wir, was passiert. So. Ich wollte sagen. So. Dann können wir hier nur noch eine Tür hinmachen. Hier ein schönes Fenster. Zwei Fenster. Und dann noch ein Fenster. Dann. Mann, wo war ich jetzt? Also erstmal war ich beim Bett. Das muss ich nochmal neu hin platzieren. So, hier genau der Kamin. Ja, okay, jetzt bin ich mir auch sicher, dass oben auf dem Schornstein kein Rauch rauskommt, weil sonst, wenn hier die Partikel da sind, dann wären die jetzt auch da, wahrscheinlich da. Okay, dann haben wir hier einen kleinen Käfig für einen Vogel, wo meistens in Secret Neighbor die Venomous, die hier den Witz gemacht haben, dass da immer so eine Ketchupflasche drin ist. Ein Garderobenbügel, oder wie man es auch immer nennt. Keine Ahnung, was das ist. Das ist aber meistens so unter den Treppen gewesen. Hier haben wir eine rostige Leiter. Die können wir auch wieder drehen, können sie an die Wand anlehnen. Hier haben wir einen Ofen, oder besser gesagt eine Herdplatte. Die platzieren wir mal hier hin. Und hier kommt unsere schöne Küche hin. Eine Toilette, die darf natürlich auch nicht fehlen. Die war in der Beta noch nicht da. Besser gesagt, das ist ja noch eine Beta. Aber da, wo man jetzt das noch nicht richtig in Secret Neighbor war, sondern man auf Betas, also rechtsklick auf Secret Neighbor machen musste, dann auf Beta und das eingeben musste, ja. Dann haben wir hier noch eine zweite Toilette für den Gast, falls einer kommt. Ich habe keine Freunde. Ein schönes Trampolin. Eine Mülltonne. Okay, und dann haben wir hier so zum Beispiel noch den anderen Kram, wie zum Beispiel die Schränke und all sowas, wo man sich auch drin verstecken kann und sowas. Also diese Regale, die man durchsuchen kann, gibt es hier ganz viele, und dieser Schrank, wo man sich halt drin verstecken kann. So. Unser Haus ist doch wunderschön. Okay. Dann würde ich sagen. Ach so. Und eine Besonderheit ist hier an diesen Objekten, weil ihr, wie ihr hier sehen könnt, gibt es noch Movable, da könnt ihr eigene Sachen platzieren. Deswegen haben sich so viele gedacht, nein, man muss jetzt nicht ernsthaft alles selbst hier überall hin platzieren. Aber das ist nicht so. Denn es generiert sehr eigene Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Gleich würde ich das machen. Das Spiel starten würde. Dann würdet ihr sehen, dass hier so Sachen drauf liegen würden. Wie zum Beispiel das hier oder so. Aber bevor ich das starten würde, wenn ich jetzt hier zum Beispiel saven würde, dann seht ihr no neighbor respawn point, no basement zone, no enough player spawn position required, no basement door, not enough object spawn objects, no preview image. Wenn ihr nicht versteht, was das heißt, es gibt keinen Nachbar respawn Punkt, es gibt keinen Basement, also Keller, da, also das Ziel des Spiels, das ist ja in den Keller zu kommen.
Man muss 6 Spieler-Spawn-Punkte haben. Es gibt. No Basement Zone, no Basement Door. Okay, ich glaube, das gehört zusammen. Und es gibt nicht genug Schränke und all sowas, damit die Objekte da spawnen können, von denen ich gerade gesagt habe, gelabert habe, diese random Objektsachen und so. Und no Preview, also es gibt kein Titelbild hier. So. Ich würde sagen, das war es erstmal zu Static. Haben wir noch schöne Sofas und all sowas. Und dann gehen wir es rüber zu Movable. Wie ihr gesehen habt, Movables sind so die Sachen, die man hier platzieren kann und als Kind die Sachen dann aufheben kann. Okay. Wie zum Beispiel diese Pflanze hier, die kann man ja auch in-game und alles aufheben. Die erstmal direkt umfällt, weil sie gar keinen Bock hat. Oder die Stühle, mit denen man die Türen verbarrikadieren kann. Alles kann man hier hinstellen. Okay, dann gehen wir weiter zu Light. Hier haben wir einmal hier dieses fette Ding da. Ich habe vergessen, wie es das heißt. Kronleuchter? Nee, das ist ja kein Kron. Da war eine Lampe. So eine Lampe, die fett ist und so da oben hängt. Dann diese kleine Lampe. Lampe, man kennt sie. Diese kleine Lampe. Man kann auch die drehen. Wunderschön. Dann haben wir diese Kinderlampe, würde ich ja sagen, weil die so Kringels hat. Ich würde sagen, das ist eher für ein Kinderzimmer geeignet. Dann diese normale Lampe, würde ich die jetzt mal sagen. Dann so eine Stehlampe. Und dann nochmal so eine Kinderlampe, die so eher so blumenhaft ist. So, dann haben wir noch Hängelampen, so zwei und eine. Wenn man so zum Beispiel das so an die Tür so ran macht, sieht es eigentlich schön aus. Eigentlich. Okay, Specials. Das sind, keine Ahnung warum Specials, aber das sind hier Treppen mit Türen drin. Die Tür ist hier links und da ist die rechts. Hier ist gar keine, wie ihr hier sehen könnt. Dafür müsste ich aber erstmal Platz finden, wo ich die Treppe hinmachen würde. Ich muss mal kurz hier ein bisschen mein schönes Haus ausbauen. Mir untergeht aber immer noch der Fehler, dass ich dann manchmal aus Versehen das ja auswähle, anstatt das da für den Boden. Hier, das hat zum Beispiel gar keine Treppe. Also, wo man sich verstecken kann. Hier könnte man sich zum Beispiel unten verstecken, dass ihr an dieser Tür da sieht. So, dann haben wir hier die guten alten Nüsse, die der Scout braucht. Also der mit der Stein, ne, ist nicht Stein, der Nussschleuder. Hier kann er die aufladen, die kann man platzieren. Dann haben wir hier den Kinder-Spawn-Punkt, wo hier die Kinder spawnen sollen. Die könnt ihr überall hin platzieren. So, vier. Nee, vier. Ja, doch, vier. Fünf und sechs. So. Dann haben wir hier den Neighbor-Respawn-Punkt. Wenn der Neighbor stirbt, dann wird er dahin respawnen. Es war kein Deutsch, egal. So, dann haben wir hier den Knopf. Diesen, wenn man den drückt, dass man die ganzen Kinder und also die ganzen Kinder sehen kann. Dieses Radar. Dann haben wir hier die Bücherregale, wo denn nur der Neighbor durch kann. Was ich aber noch nicht mag, ist daran, dass es hier noch ein bisschen rumglitscht, weil hier ist so ein Riss drin. Das sieht eigentlich echt kacke aus. Weil wenn ich jetzt zur anderen Seite gehe, dann ist er noch offensichtlicher. Und das ist halt auch noch in-game so und das würde ich gerne, dass das gefixt wird. Und hier kann halt der Neighbor durchgehen und zur anderen Seite kommen. Okay, Special Hub. Achso, natürlich noch die Kellertür. Die Kellertür darf natürlich nicht fehlen im Secret Neighbor oder generell im Hello Neighbor Universum. So, die Kellertür platziere ich dann mal hier hin. Special? Hier hin. Da. Wenn man hier reingeht, ist es eigentlich nur so ein Kasten. Den kann man natürlich auch noch. Okay, danke, Glitch. Die kann man natürlich hier auch noch Sachen reinbauen und so. So, dann sind wir mit dem Specials fertig.
und Material. Material ist für die ganzen Wände und so. Einfach mit Linksklick hier auf die Wand drücken und der ganze Bereich der Wand wird jetzt nach dem Material gefärbt. Und so kann man eigentlich schöne Maps machen. So, das war's eigentlich schon davon. Wenn ihr jetzt genug von diesen Schränken und also was platziert habt, also von diesen Dingern hier überall, könnt ihr halt kreativ freien Lauf machen, setzen. Zum Beispiel könnt ihr auch ganz crazy sein und einfach ein Zimmer bauen, weil ich auf einer Map habe, was über Kopf ist. Also die ganze Schränke und also was ist, klebt so oben an der Decke dran. Könnt ihr alles machen. Also ihr könnt zum Beispiel hier diese schöne Bank nehmen. Sie einmal hier hindrehen. Und schon haben wir eine schöne Bank an der Decke. Und es ist einfach krass. Was ich mir aber noch wünsche, ist, dass es wie auf der Map 2 diese Hebel gibt, wie man dann platzieren kann und vielleicht mit irgendetwas verbinden kann, die dann, dass zum Beispiel dieses Gitter hier aufgeht oder halt zu oder whatever. Dann wünsche ich mir noch, dass dieser Stromkasten, dass der funktioniert. Also im Secret Neighbor kann man den ja aufmachen und dann geht der ganze Strom auf der Map aus. Also jetzt bei Map 2, bei Map 1 und 3. Bei Map 3 gibt es den Stromkasten nicht, also ich habe ihn noch nicht gefunden. Oder ich bin einfach blind. Und bei Map 1, da fehlt ja der Hebel dafür. Und es wäre halt wirklich so krass. Stellt euch mal vor, man kann so eine Art, ja. Also stellt euch mal vor, es gibt so Hebel, die man drücken kann. Dann öffnet sich und schiebt sich irgendwas. Und dann kann man den Hebel hier aktivieren. Und dann kann man zum Beispiel mit dem, also den Hebel aktivieren. Oh Mann. Dann kann man zum Beispiel das hier mit irgendetwas verbinden. Und dann geht das jetzt auch nochmal zu. Dann könnte man richtig krasse Rätsel und also was machen. Das wäre einfach nice. Okay. Dann müsste ich euch eigentlich alles gezeigt haben. Ich werde jetzt hier noch solche Sachen platzieren. Da wird ja auch genug hat zum Speichern. No Preview Image. Okay, das wäre genug. Hier kann man jetzt also Rename Map. Ihr könnt jetzt raufklicken und jetzt die Map benennen. Ich nenne die zum Beispiel ich kann nicht Tutorial schreiben. Ich nenne die Map 500. Ja, das ist 500, Leute. You are welcome. Update Preview. Hier könnt ihr euer Bild ein... Hallo, ich... Ach, wirklich? Ist gerade irgendwie... Hallo? Okay, auf jeden Fall Update Preview wäre das Titelbild, was die ganzen Leute sehen würden, wenn sie die Map downloaden würden. Wenn ihr dann auf Update Preview geht, dann könntet ihr... Wäre jetzt zum Beispiel dieses Bild hier von diesen ganzen schönen Schränken da. Dann könnt ihr saven. Ich kann es jetzt nicht machen. Dann könnt ihr es spielen und dann würdet ihr sehen, dass hier die ganzen Sachen rein teleportiert werden. Also zum Beispiel die Keys und also was, die sind da drin. So, dann gehen wir kurz auf Verlassen. Dann zeige ich euch, wie man nämlich die Map hochlädt. Hier kann man die löschen und hier kann man draufdrücken und hier kann man die hochladen. Wenn ihr diese Map mal spielen wollt, könnt ihr gerne sie downloaden. Sie heißt Mörder? Fragezeichen, Fragezeichen. So ist das Titelbild, diese Preview. Das ist immer noch die gute alte Info für über das Spiel. Über die Map. Und hier könnt ihr dann Upload machen und dann würde die jetzt da rein gedownloadet werden. Wie ihr, hier steht ja auch in 10 Sekunden, 10 Minuten würde das jetzt da reinkommen. Ich mache jetzt kurz eine Lobby auf und zeige euch, wie man das dann selecten kann. Ihr geht dann hier auf Select, geht auf Public. Ihr wisst ja, wie eure Map heißt, gebt dann ein. Ja, ist mein Mörder falsch geschrieben.
Oh Mann, wieder! Ah. Dann Mörder, Fragezeichen, Fragezeichen. So, das ist meine... Flicker, Batzig, Geneva, okay. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel meine Map. Und dann könnt ihr Subscribe machen und dann würde hier die Best Subscribe an. Also würde die jetzt hier stehen und dann könnt ihr hier rauf gehen. Auf da, auf Select. Und jetzt würden die rein, wenn die reinkommen, dann könnten würden die automatisch das downloaden. Und ihr könntet hier auf Starten drücken. Und dann mache ich mal meine Outro, mein Outro hier in meiner Map. Okay. Wahrscheinlich wird vielleicht noch ein Video kommen, wie diese Map hier funktioniert. Wenn ihr sie auch mal spielen wollt. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Levy-Editor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr selbst eine bauen wollt, dann hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, wie man eine baut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bye bye! Yippie!